MDR Sachsen-Anhalt und der SC Magdeburg mit dem Fan-Talk nach einem Sieg mit 3 Toren gegen den deutschen Meister, bis dahin auch Tabellenführer gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Und das zur Weihnachtszeit. Momentan sind natürlich noch ein paar Spiele, bringt uns das auch auf Platz 5 der Tabelle. Und wir haben im Fan-Talk Mess Christiansen. Was für ein Glückskind. Mensch, da standen Leute hier oben nach komischen Niederlagen gegen die Stadt, die ich nicht mehr nennen möchte. Und dann dieses Spiel. Was für ein Glückskind bist du, dass du ausgerechnet heute hierher zum Fan-Talk kommen darfst? Ja, ich weiß fast nicht, was zu sagen. Es war wunderschön, hier zu spielen heute. Wahnsinn. So fantastisch, diese Stimmung in die Halle. So ist es normalerweise auch, aber es ist immer nur ein bisschen mehr als normal, wenn wir so ein Spiel spielen gegen eine Mannschaft wie Rhein-Neckar-Löwen. So, es war wunderschön und ja, so enden wie diese, das war ja fantastisch. Ich bin ja gleich noch auf der Suche, woran es gelegen haben kann, damit man es wiederholen kann. Mir ist aufgefallen, dass gerade ihr Skandinavier alle heute draußen wart und euch mit Fußballspielen warm gemacht habt. Kann es sein, dass es daran lag? Ja, vielleicht. Das ist eine neue Tendenz. Wir müssen das weitermachen und hoffentlich gewinnen wir dann jedes Spiel wie heute. Aber du bist beim Fußball nicht so gut wie beim Handball. Ich bin ganz gut bei Fußball. Das finde ich, hilft. Das finden immer alle ambitionierten Freizeitfußballer, aber Gott sei Dank hat es ja beim Handball gut funktioniert mit dir. Wie hast du dich eingelebt in Magdeburg? Wirklich gut. Ich finde es toll. Ich habe meine Familie hier auch. Was heißt das? Meine Frau und 2 Kinder. So, wir bauen. Was heißt das? Meine Freundin? Frau? Jetzt sprechen wir um meine Frau. Ja. Und die sind alle hier, fühlen sich auch wohl in Magdeburg? Ja, das machen wir. Wir haben unsere Tochter in Kindergarten, auch hier in der Nähe von der Halle. So, ja, wir erleben die ganze Stadt und alles gut von Magdeburg. Und das finden wir ganz toll. Um auf das Spiel wieder zurückzukommen, ihr hattet ja so eine Weihnachtsfeier vor 3 oder 4 Tagen. Hattet ihr die Mannschaftsweihnachtsfeier? Habt ihr da schon hier irgendwas beschlossen, was ihr hier heute abziehen wollt auf der Platte? Wenn wir mit der Mannschaft gesprochen haben? Es ist ein bisschen besonders, hier in die Weihnachtspause zu trainieren und spielen, aber wir kennen das für die letzten Jahre auch. Und natürlich, wenn wir brauchen unsere Zeit hier in die Halle am Weihnachten und so, dann müssen wir auch die Beste auch von dieser bekommen. Und das finde ich, wir haben heute. Lag das jetzt nur an Weihnachten oder können wir das jetzt das ganze Jahr haben, solche Leistungen? Nee. Ich muss das fragen, ich habe es gefühlt. Natürlich, ohne Zweifel versuchen wir diese Leistung jeden Mal in die neue Jahr zu prestieren und performen. Und hoffentlich geht es auch vielleicht nicht wie gut als dieser jeden Mal, aber wir will mit 100% versuchen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich, sehr flexibel habt ihr gespielt. Ich glaube, bis zum ersten 7 Meter hatte Robert Weber, der sonst der Torschütze vom Dienst ist, noch kein Feldtor gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ein Feldtor gemacht hat. Nur seine 7 Meter. Ist das so ein neuer Stil, dass viele Leute gleichmäßig verteilt treffen? Ja, es war ein bisschen anders heute, finde ich. Wir haben ganz, ganz gute Chancen bekommen in die Mitte von Feld heute mit dieser Öffnung in Rhein-Neckars Abwehr. Und natürlich versuchen wir wieder mit das, wenn alles läuft und mit wie viel, 35 Tor, dann sollen wir nicht anders machen, wenn alles geht so. Kannst du mir ein Geheimnis verraten, was hat irgendwer Finn Lemke in den Tee getan heute? Aber wir kennen Finn, wir sehen das jeden Mal zum Training und wenn er spielt am Top auch in Angriff, dann sieht es aus wie heute. Das ist ganz toll und das muss er jeder Mal machen. Wie ist das, könntest du jetzt rein, also für mich persönlich einfach 10 Minuten weiterreden, ohne dass ich was frage, weil dein Akzent so schön klingt? Mein Akzent? Ja, das ist so, also wir stehen hier alle drauf, oder? Also guck mal, die wollen alle, die wünschen sich alle zu Weihnachten, dass du nach Hause kommst und das Telefonbuch vorliest. Ja. Also es ist vielleicht schön, wenn man öfter miteinander zu tun hat, dass wir vielleicht das ein bisschen lernen können, schönen Akzente nachmachen, das wäre schön. Du wirkst immer wie so ein ruhiger, sehr, sehr zurückhaltender Mensch. Aber wenn ich dir jetzt so nah in die Augen gucke, ist auch das erste Mal, dass wir uns so nah begegnen und auch so unterhalten können. Da sitzt dann doch der Schalk im Nacken. Kannst du ein bisschen mehr von deinem Charakter verraten? Bist du so ein ruhiger oder bist du auch mal ein wilder?
Ja, ich bin ein ganz ruhiger Mensch. So was du sie normal siehst, ein bisschen am Feld, ist auch wie ich bin auf dem Feld. Ja, was kann ich... Machst du auch mal was Verrücktes? Ha? Machst du was Verrücktes? Ja. Hast du eine Schwäche? Schmeißt du deine Kinder ins Wasser oder irgendwas beim Baden? Nee, aber... Nee. Oder was hätte deine Frau geantwortet, wenn ich sie gefragt hätte? Das alles ist toll zu Hause. Ich hab alles gegeben und ich finde, ihr habt es alle verdient jetzt nach diesem Weihnachtswochenende und nach diesem wirklich sehr, sehr guten Job auch von den Ringen. Das war wirklich sensationell, großartig. Einfach auch ein schönes Fest zu haben. Die abschließende Frage ist natürlich, sagt man jetzt Mats, sagt man Metz, sagt man Mess oder Maß? Mess. Mess. Nur Mess. 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 Das bedeutet, wundert euch nicht, wenn wir da unten immer Mess schreien, weil manchmal kriegt man ja so Blicke dann auch von euch allen auch. Der heißt doch Mats, wie man gelernt hat hier in Magdeburg. Du bist aber auch nicht böse, wenn magdeburgerisch jemand Mats sagt, du bist ein guter Junge. Ja, natürlich, alles okay. Mats ist ein guter Junge und ihr könnt jetzt Autogramme holen und ich glaube, Bennett Wiegert gibt diese Pressekonferenz jetzt sehr, sehr gerne. Fröhliche Restweihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Nur der SCM. Was für eine geile Scheiße.